So, und da sind wir wieder bei 7 Days to Die. Warum bin ich so langsam? Geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Ich habe jetzt ein besseres Mikro. Ja, habe ich leiser gestellt. Ich hole mir noch eben Holz. Ich finde den Wald hier schön, da kann man nämlich gar nichts durchsehen. Ja, so wie es sich halt für den Wald gehört. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Man sieht die Bäume nicht. Man sieht die, ba den, bah, die Bäume vor lauter Wald nicht, oder wie? Ja. Okay. Wollen wir mal über Bigfoot reden? Ja, der hat große Beine, aber kleine Füße. Ja, geht aber über das Spiel. Fuck. Ich meine, da ist es jetzt auch nicht unbedingt anders. Aber das hat ein Update bekommen und wir haben letztens darüber nachgedacht, ob wir das nochmal spielen wollen. Da gibt es jetzt auch wilde Tiere und so ein Zeugs. Bären und Wölfe, glaube ich, hast du gesagt, oder? Ja, aber es könnte sein, dass das einfach nur dazu führt, dass wir es genauso machen mit derselben Taktik, wie wir es schon letztes Mal gemacht haben und einfach gar nichts daran ändern müssen. Ja. Vor allem auch, weil die wilden Tiere einen ja dazu bringen würden, dass man eben nicht sich umguckt, weil man sonst Leben verliert. Gibt auch eine neue Map, by the way. Und die Grafik sieht ein bisschen besser aus. Ich meine, jetzt auf dem PC hier wird alles besser aussehen. Inklusive Stardew Valley. Stardew Valley kann man auch so gut verbessern. Es läuft auf jeden Fall unter mehr FPS. Rätsel überhaupt nichts. Hört man auch nicht. Oh, das ist ein Zombie. Der rumhüpft. Du bist immer noch nicht im Spiel. Ja, das liegt genug. Das sind zwei Zombies. Der hat mich gesehen. Bin gleich drin. Bin gleich drin, bin gleich drin, bin gleich drin. Geht dann. Bin drin. Sehen. I mean the mainframe. Ich habe mich gerade gefragt, was das bitte schön für ein Geräusch war. Aber das ist einfach nur eine Frau, die einen Baum angreift. Krankes Luder. Habe ich Das jetzt müssen Blut wir auch von in ihr Kauf nehmen. abbekommen oder hat die mich tatsächlich jetzt getroffen, aber es hat so gut wie gar keinen Schaden gemacht? Beides. Wie viel Holz habe ich eigentlich? Oh, 1720. 5625. Wie ist es, wenn... Hier stellt sich mein Spiel die ganze Zeit um, von wie hell es ist. So, Weil besser. es nicht so hell sein muss. Jetzt kommen hier plötzlich ganz viele Zombies aus dem Nichts. Ich meine eher im Sinne, es ist gerade sehr viel heller geworden, das letztes Mal. Zu Zombies können wir ja auch noch was anderes sagen, ne? Dying Light. Ja. Dass wir da jetzt bald komplett fertig sind. Also ein paar Sidequests fehlen bestimmt noch und dann noch das DLC, aber ansonsten sind wir eigentlich mit dem Spiel durch, ja. Ist immer noch so scheiße, Buggy. Ja, aber das macht's lustig.
ziemlich viele Spiele, die du dadurch lustig findest, machen es mir halt einfach gameplay-technisch total scheiße. Was ist mit sowas wie Skyrim? Ja, da finde ich es einfach nur scheiße, dass das Spiel immer abstürzt. Diese Bugs mag ich auch nicht. Am schlimmsten finde ich an Skyrim ja, wenn du halt aus dem Spiel rausgetappt wirst und dann, wenn du versuchst reinzutappen, dann kriegst du immer nur diesen Blackscreen, kannst aber nichts mehr machen und kommst da auch nicht mehr raus. Also bei mir kam das noch nie. Bei mir kommt das ständig und dann muss ich den PC neu starten. Oder wenn du irgendeinen Mod reintust und der einen anderen Mod zerstört und du dann das ganze Spiel neu installieren musst. Ja, Bethesda sind ja keine, keine guten Developer. Ich glaube, das kommt eher darauf zurück, dass diese Mods nicht zusammengehören. Wenn das so Script-Mods sind. Natürlich auch, aber Bethesda sind trotzdem keine guten Developer. Problem ist halt, du musst halt diesen einen Ordner dann wieder freikriegen und das kriegst du halt nur, wenn du das Spiel neu installierst. So, ich habe jetzt 6000 Holz. Dürfte, glaube ich, reichen. Für das erste zumindest, ja. Ach, man kann das endlich. Was kann man endlich? Holz-Spikes hier zu Stahl-Spikes aufbessern. Oh. Vorher ging das ja nicht. Das Fenster hier wird ja auch aufhalten. Wir sind noch nicht im gleichen Party. Genau, gleichzeitig gedrückt. So, dann komme ich jetzt auch hoch und helfe dir da. Hör ich. Ja, ich habe jetzt erstmal hier eine bessere Tür reingebaut. Ja. Hier drin sollte ja eigentlich nichts spawnen, ne? Weil wir hier die ganze Zeit am Rumstehen sind. Das können wir auch wieder schließen. Was? Hier ist in der Wand so richtig viele Löcher. Okay. Okay. Hä, wieso zweimal okay? Okay. Okay. Vor allem leiser nochmal. Ja. Ja. Hör auf. Wieso soll ich? Wieso soll ich? Was ist denn? Was ist denn? Hör auf. Das ist noch schlimmer, wenn du das gleichzeitig mit dir selbst sagst. Das gar nicht, dass du das so schlimm dran findest. Der eine Typ, der einfach mitredet. Den finde ich schlimm. Du willst gehen da hinten? Ja. Ja, das bin ich. Ich hab vergessen, dass du die Tür hier falsch gebaut hast. Die habe ich nicht falsch gebaut, die habe ich einfach nur falsch eingesetzt. Die Schnäppe.
Sagen wir tatsächlich, dass jemand keine Laserpistole und Magier und zwei Augen hat. Wieso Laserpistole? Hast du denn lang gesehen, wie sich dieser scheiß Simon-Kin Sabotik anhört? Angesehen. Angehört. Wie eine Laserpistole mit Super Mario mit zwei Augen oder was? Nee, wenn Mario zwei Augen hat. Die er immer hat. Also wie das, als ich das an Laserpistole. Weiß ich doch nicht. Bocke, Jodo. Kein Grund hier jetzt beleidigend zu werden. Hast du jetzt eigentlich mittlerweile mal Erde irgendwo hingesetzt, wo wir dann Bäume einpflanzen könnten? Noch nicht, Moment. Ich pflanze hier noch kurz alles mit den Woodframes voll. Wird ein schöner Turm. Ich finde schön, dass wir letztes Mal so gut wie möglich halt nach unten gebaut haben und jetzt bauen wir so gut wie möglich nach oben. Ja. Wenn die eine Richtung nicht klappt, muss die andere Richtung klappen. So, ich habe 48 Forest Ground. Soll ich das hier irgendwo platzieren? Forest Ground? Forest Ground. Run Forest Ground. Forest Ground. Ja. Du könntest das hier hiermit ersetzen, oder? Ja. Möglichst so, dass das jetzt nicht gleich alles runterfällt, wenn du das so baust. Wie viel Abstand brauchen die nochmal? Ich glaube 4 oder 5. Kannst das ja größer machen. Was habe ich heute für einen Frosch im Hals? Keine Ahnung, aber hört man den Frosch jetzt wirklich auch quaken durch das Mikro? Bestimmt. Was hast du eigentlich mit den Fackeln gemacht? Die wir hier vorher drauf hatten. Ja. Der Reihabstand muss zwischen den Sachen sein. Okay. Du kannst ruhig das den Boden so lassen. Wir müssen das ja schon auf einer Höhe haben, oder nicht? Außerdem sieht das schöner aus dann. Okay. Haben wir dann halt einfach so eine komische Dreckplattform aus Dreck. Dreckplattform aus Dreck. Und ein Glas voll Dreck. Und eine Brille voll rum. Was da drin ist. Was drin? Und eine Brille voll rum. Das wird dich nicht zerschlagen, aber okay. Ja, ja, okay. Mach ich jetzt auf der anderen Seite schön. Auch schön. In Anführungszeichen. Immer noch kein Mittagessen. Ich schon. Das war ein Frühstück.
Man hört sogar noch. Was hört man? Mein Frühstück. Ist halt wirklich so ein Frosch. Ein Frühstück, der Frosch und ich. The Sequel. Zum Prequel. Was haust du da jetzt wieder weg? Das ist da. Mache gerade wieder ein paar Wolframes. Wie viel kann ich denn machen? 523. Du kannst 500 maximal tragen. Ich mache mir 250. Sollten wir wieder kurz reichen. Das wird jetzt einfach so ein Holzklotz, aber mit Bäumen. Holzklotz, aber mit Bäumen. Den passen. Hä? Frag mal einen Psychiater, der kennt sich mehr damit aus. Also mit Impossible natürlich. Natürlich kennt er sich auch ohne Grund. Was? Natürlich kennt er sich damit aus. Hat das eingiebig studiert und ausgiebig. Da hat er ausgegeben. Ja, hat sich jede Blu-ray gekauft. Gibt's das auf Blu-ray? Ja, wahrscheinlich. So, ich wollte ja noch mehr Strength holen und dann könnte ich auch. Dann könnte ich mir noch mal einen Sexual Tyrannosaurus holen. Ich könnte mir noch einen Miner 69er holen. Ich könnte mir noch einen Motherload holen. Echt viel könnte ich mir dann noch holen. Nachher sieht das Haus hier komplett bescheuert aus. Willst du mir sagen, das tut es nicht jetzt schon auch? Nö, das sah einfach nur kaputt aus. Stell dir mal vor, wir wären so Part von so einer Serie, wo die ganze Zeit immer das Haus aufgehübscht wird. Nur wir schlagen erstmal das ganze Dach weg und hauen da so einen Turm drauf. Da kann noch ein Baum hin. So, und da kommen ganz viele Spikes jetzt hin. So in einer normalen Nachbarschaft einfach. Genau, einfach in so einer Serie, wie es halt gibt. Einfach Colin Firth. Wenn du weißt, wer das ist. Hör mal, wer da hämmert. Nee. Gut. Das ist ein YouTuber, der es halt gern mal Sachen baut, verschiedene. Unter anderem hat er halt zum Beispiel einen Bunker gebaut in seinem Garten. Sind irgendeine Axt aus Sekiro. Ein Termitwerfer. Because why the fuck not? Ich hör grad Hallo kein... Screamer. Ich wollte gerade sagen, ich höre gerade keine Zombies. Du hast das Spiel verlassen. Hallo? Hallo? Du hast das Spiel verlassen. Bei mir nicht, aber okay, das ist dann wahrscheinlich dein Internet. Auch deins sein. Wir reden ja gerade. Ja, bei mir funktioniert es eigentlich die ganze Zeit super. Und du hast vorhin gemeint, dein Internet spinnt. Ja, aber nachdem ich meinen Upload ausgemacht habe, war es eine andere Geschichte. Da war es doch einfach Hotzenplotz, oder wie? Da war es doch ein Abendplatz. Es war schon immer so. Räuberhotzplatz. Ja. Wo ist der Screamer überhaupt?
unten im Haus. Der ist. Ja. Das war schon immer so. Sollte uns hier halt nicht das Haus zerstören, am besten. Ja. Aber wenn wir runtergehen, könnten halt auch noch andere Zombies kommen. So, ich nehme mal an, wenn wir an der Dachzinne angelangt sind, werden wir nur noch die Wände machen. Sobald wir was sind? Bei der Dachzinne. Was? Bei der Dachzinne. Ach so. Holz habe ich noch genügend. I could do this all night. Was? Ich wollte jetzt gerade eine Anspielung auf Captain America machen. Warum? Weil der immer sagt, I could do this all day. Was machst du da? Bau. Da ist nichts, wo du was reintun könntest. Hä? Guck doch. Hier ist alles zu. Hier? Tu da mal nichts rein. Da ist alles zu. Guck doch. Da habe ich alles zugemacht. Bei mir ist doch alles zu. Jetzt. Da war nichts mehr frei, da war alles zu. Was wollen sie, dass du denkst? Goddammit! So, wieso hast du das hier, aber ich nicht? Was? Du hast das bis hier hinten, glaube ich, zu. Weil bei dir das nicht so weit rausragt. Warum? Ja, weil das Haus unsymmetrisch ist. Bauen wir dort irgendwie was hin. Oder machen halt einfach, dass der Turm dort cool aussieht. Ich kümmere mich gleich mal um den Screamer. Aber am Tag am besten. Weil sonst rennen die hier richtig. Ist das eine Herausforderung? Ja. Okay. Am Tag. Weil sonst haben wir ja alles kaputt, dann können wir uns darum wieder kümmern. Okay. Es ruiniert uns alles, wenn du das machst. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich nicht trotzdem mein Zeug weglege. Dass zu viel in meinen Rucksack ist. Warum waren da Bärenhoden in meinem Rucksack? Warum hast du überhaupt Bärenhoden? Weil ich einen Bär gehodet, gehortet habe. Ich hab einen Bär gehodet. Merkt euch das, Ladies. Vor allem, weil ich da ja so interessiert dran bin auch. Ich meine das jetzt eher nicht. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, wenn ihr irgendwas mit einem Mann macht, dann habt ihr den gehodet. Okay. Bäume rodet man und Männer rodet man. Also wenn es das gleiche Hoden ist wie bei einem Bär, dann mache ich mir Sorgen um die Männer und um die Frauen. Das würde mich eigentlich nicht wundern.
In der heutigen Gesellschaft ist das doch gang und gäbe, oder nicht? Irgendwie muss ich gerade an Sparta denken. Auch wenn da die Männer nicht gehodet wurden. Da wurden kleine Kinder, die Geburtskörperschwächen gehabt haben, gerodet. Die wurden auch alle in dieses eine Loch eingeworfen. Das nicht, die wurden einfach irgendwo liegen gelassen. Sind denn immer Lust und faul. Ganz genau. Ah, hey, man kann sich wirklich nicht beschweren, dass die Spartaner ein schlechtes Militär hatten. Das kann ich auch sagen, nachdem ich alles, was scheiße ist, in mein Militär rein. Also aus meinem Militär raus tue und alles, was gut ist, einfach in mein Militär rein, aber dann im Endeffekt irgendwie nur zwei Leute da drin hab. Ich meine, die hatten mehrere hundert. Ja, wow, 300. Das war nur der eine Kampf. Ja, und der Kampf danach, da hatten sie wesentlich mehr. Fände ich trotzdem toll, wenn die einfach nur zwei hätten. Die sind gut. Einfach zwei, die einfach so 50.000 Leute aufhalten. Vor allem theoretisch hast du immer noch ein gutes Militär, wenn du einfach nur einen hast und der nicht besonders gut ist. Weil du hast nichts, womit du den vergleichen könntest. Weil er halt nur einer ist. Gegnerische Militärer? Nö. Die könntest du ja nicht mit einem einzelnen Typ vergleichen. Denn dann würde die Logik mit, du hast ein gutes Militär, wenn du weniger Leute hast, ja gar nicht mehr ansetzen. Weil die würden ja immer schlechter sein, wenn die weniger sind. Mir fällt gerade, ich hab gerade mal so eine Idee. Welche zwei fiktionale Charaktere würden das dann theoretisch sein, so der besten Armee möglich? Keine Charaktere, die so gottähnliche Fähigkeiten haben und einfach Planeten zerstören können. Fucking Kirito. Der kommt einfach rein ohne Waffen. Und zweiter Charakter? Harry Potter. So richtig dämlich. Kirito und Harry Potter. Das wäre so ein Scheiß. Armee-Dingens. Vor allem Armee, wenn es zwei Leute sind. Ja. Streiten sich dann, wer anführt. Wer der Führer ist. Nee, ich würde sogar sagen, einfach irgendwelche Charaktere aus Attack on Titan würden da mehr Sinn machen. So Mikasa und so, meinst du? Ja. Oder die Shishan? Ich hab kein Holz mehr. Ich hab noch richtig viel. Wie viel willst du? Ja. Guck mal, was da liegt. Guck mal, wer da hämmert. Riech mal, wer da liegt. Also ich muss sagen, meine zwei Wahlen wären... Mal überlegen. Hulk und ein Dinosaurier. Ja. Nee. Es ist Tag. Das ist ja nett. Ich baue hier übrigens eine Eisentür dann hin. Tatsang. Nee. Ich baue hier dann eine Eisentür hin. Ja. Und eine Treppe. Kann ich eine Treppe bauen? Geht das? Nö.
Es gibt Treppen, doch. Ja, aber ich kann nicht keine Treppe bauen. Weil der die nicht findet. Ist der? Stair findet der aber Treppe nicht, weil der nur Stufen sucht. Nochmal Alteisenstufen. Also Jesus ist ja bestimmt ein guter Soldat. Er kann Tische umschmeißen und Leute mit seiner Peitsche jagen. Jesus for Smash. Das wollte ich jetzt nicht so bauen. Gibt's Jesus nicht schon für Smash? Nick, hier geht es nicht hin. Ich bin wirklich sehr am Überlegen. Sehr am Überlegen, ob du nicht auch Kirito da rein tust. Nee. Warum hat das normale Holz eigentlich solche Eiterbeulen? Warum tust du nicht einen guten Taktiker in deine Armee? Was bringt ein Taktiker bei zwei Leuten? Wenn er gut kämpfen kann. Da braucht man aber keinen Taktiker, sondern einen. Obwohl ein Taktiker stimmt. Strategen ist. Stratege wäre. Also da würde schon Sinn machen, wenn du da Ninjas von Naruto reintun kannst, weil die müssen alle gute Taktiker sein. Aber ich kenne keinen davon. Ich tue einen Shikamaru da rein. Den Chupacabra daran. Ich find's toll, wenn den alle Chupacabra nennen würden. Weil die einfach den Namen nicht aussprechen können. Hey, Chupacabra. Müssen wir dann, ich würde spontan sagen, SCP-096. Müssen wir dann nicht theoretisch hier auch noch eine Tür hinmachen, damit wir hier wieder raus können? Ja. Obwohl SCP-096 wäre dämlich. Fuck. Weil der wird den einzigen anderen Soldaten umbringen, außer der ist unsterblich. Pusten Son Goku da rein. Wie gesagt, nichts, das das Potenzial hat, Planeten zu zerstören. Du hast gesagt, nichts, was übermenschlich ist. Ich habe gesagt, nichts, was gottähnliche Fähigkeiten oder die das Potenzial, den Planeten zu zerstören hat. Ich meine, dann ist fast das gesamte Naruto-Universe Fair Game. The Free Real Estate. Ich meine, da könntest du auch was von Fairy Tail nehmen. Einfach Aknologia reintun.
meine, der würde, glaube ich, als Gott der Drachen gelten. Aber das sollte trotzdem noch. Kann er den Planeten zerstören? Nö. Also. Also. Wenn er das kann, dann habe ich es bis jetzt noch nicht gesehen. Ich habe den Manga nämlich nicht gelesen. Aber mich würde es wundern, wenn der plötzlich sowas könnte. Weil dann frage ich mich, warum er es nicht gleich getan hat. Langeweile. Ja, aber der will einfach alles zerstören. Das ist sein ganzes Ziel. Spaß haben. Nö, der will einfach nur alles zerstören. Ja, der will Spaß dabei haben. Wenn er das so zerstören, ist doch langweilig. Nö. Guter Beat. Fuck, hab er den übersehen? Oder übergangen? Ich bin gerade überlegen, welcher für meine erste Wahl als gute Addition funktionieren würde. Albert Einstein. Daniel Düsentrieb. bauen wir hier Fenster rein? Wenn du willst. Apropos, ich kümmere mich, vor allem apropos. Übrigens, ich kümmere mich mal kurz um den Screamer. Ich muss gleich dann nochmal neues Holz holen. Ich hab den Screamer verfehlt. Ist ja gut. Hat die Screamer umgebracht. Ich würde jetzt erstmal die Folge beenden wollen. In dem Fall sage ich, gebe noch 10 Sekunden. Doomguy und der Sniper aus Sniper Elite. Was machen die bitteschön gegen jemanden, der irgendwie 10-fach deinen Zug voraussehen kann? Ich meine, Doomguy ist einfach zu angry zum Sterben, also. Ja. Wenn der sich nicht bewegen kann? Das nicht, dass er stirbt. So, ich würde erstmal sagen, wir machen hier unten erstmal alles und dann gucken wir, ob wir da irgendwelche Fenster hinbauen. Okay. Aber gut, ich würde erstmal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Adios!